Hallo und willkommen zurück zu Passepartout, The Starving Artist. Wieder einmal malen wir Bilder. Es sind nicht gerade die schönsten Bilder, aber es sind Bilder und ich mag diese Bilder. Schreibt mir auch immer gerne was in die Kommentare, was ich malen soll. Das versuche ich dann auch immer zu malen, auch wenn es dann am Ende nicht so gut aussieht. Beim ersten Bild habe ich gedacht, male ich einfach was, was die Franzosen anspricht. Habe ich gedacht, was spricht die Franzosen an? Natürlich, Wein und Baguette. Wir wissen alle, dass Franzosen Wein und Baguette mögen und coole Schnurrbärte haben. Ich hatte dann sogar ziemlich viele Probleme mit diesem Schnurrbart. Ich wusste nie, wie ich den machen soll. Habe ich erstmal so ein Brett gemalt, weil der Künstler hat auch so ein Brett an. Habe ich gedacht, mach ich erstmal so ein Brett. Und dann noch irgendeinen Schnurrbart, aber der hat dann viele Versionen gehabt. Das wurde dann mein fertiges Bild. Ich habe gedacht, da mache ich einfach, habe ich jetzt das rechte Baguette, links das Weinglas, noch ein bisschen Schattierungen versucht, ich reinzumachen. Und dann das wunderschöne Brett mit dem wunderbaren, schnörkeligen Schnurrbart. Wie Siegfried Schnösel. Das ist wunderschön. Ich dachte, da hat er Monobraue, aber ist okay. Ich wollte dann noch oben den Titel draufschreiben, aber da das nicht so gut gepasst hat, fand ich, das sah einfach irgendwie dumm aus, habe ich mich da einfach dazu entschieden, den Titel oben wegzulassen und einfach das Bild The Way zu nennen, eben der Weg. Das hier war das schwierigste Bild in dieser Folge vermutlich, weil ich dadurch auch durch sehr, sehr viele Prozesse gegangen bin, wo ich versucht habe, irgendwas zu malen, aber jedes Mal sah es, finde ich, irgendwie ein bisschen schlimmer aus. Und dann bin ich mit diesem Körperbau hängen geblieben, der mir dann doch gefallen hat. Da habe ich gedacht, versuche ich jetzt daraus Godzilla zu malen. Das fand ich okay, aber das war jetzt nicht das beste Bild. Ist es nie, ich kann nicht malen, Leute. Das soll ich vielleicht jetzt auch gefallen sein, dass ich nicht malen kann. Ich kann einfach nicht malen. Ich kann nur nicht singen, aber ich singe trotzdem. Dann habe ich Godzilla einfach gedacht, okay, ich weiß, der hat zwar in dem Film einen blauen Strahl, aber ich habe einfach jetzt einen Feuerstrahl aus seinem Mund gemacht. Godzilla ist der Sohn eines Drachen und einer Echse. Wie jeder weiß, in der offiziellen Godzilla-Lore. Da habe ich einfach gedacht, mach ich hier mal Feuer in seinen schönen Mund. Machst du ein bisschen mit so einer Sprühfarbe, so blau. Yeah. Das hier ist dann unser fertiger Godzilla. Damit man auch erkennt, dass Godzilla ist, habe ich noch hier oben hin Tokio geschrieben. Weil Godzilla greift Tokio gerne an. Das macht der einfach aus Spaß, Leute. Und jetzt habe ich da auch wieder einen wunderbaren, majestätischen Namen gegeben. Da ich ein Künstler bin, den man nicht sofort ins Auge fällt. Ich bin ein Künstler, ich bin sehr subtil, meine Freunde. Titel könnten nicht die Titel sein, die sie haben, wisst ihr. Hier habe ich dann nur ein bisschen mit diesem Tool rumexperimentiert, weil ich dachte, da könnte man noch so eine Art Spitze machen, wisst ihr. Dann habe ich da auch was Cooles draus gemacht. Das werdet ihr aber jetzt gleich sehen, meine Freunde. Ich werde verschneiden. Wusch. Ich dachte dann, es sieht ein bisschen aus wie so ein Ballon. Wie auch immer ihr sagen wollt, das heißt Ballon. Ballon. Wie diese Teile, die man auf Partys aufhängt oder mit der Pennywise die Leute, die Kinder in den Sewer? Ich kenne solche Worte, Sewer. Lockt, habe ich so gemalt und das Blaue soll eben so dieser Himmel darstellen, wisst ihr? Weil eben, ey, was sonst? Das ist halt ein wunderbarer Ballon. Ballon. Das ist ein Ballon. Okay, mit K ist ein Ballon. Wunderbarer Ballon. Und ich mag den einfach. Ich dachte, das sieht gut aus. Mit dieser Ding sah er eher dann irgendwie aus wie eine Flamme falsch rum. Dafür kann ich aber nichts machen, Leute. Das ist einfach, ich mag den Ballon. Ballon. Ich sag es immer gleich, aber jetzt, wenn ich es sagen muss, dann habe ich gerade keine Ahnung. Es ist aber gut, ich habe auch ein Problem gehabt mit dem Titel für diese Meisterwerk zu finden. Ja, Leute. Auch die großen Künstler wie ich haben Probleme mit etwas. Kaum zu glauben, wenn man so berühmt und krass ist wie ich. Es kennt es. Wisst ihr, was das Problem bei diesen Videos? Ich muss halt alles nachkommentieren. Ich habe einfach 80% der Zeit keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich meine, ich habe jetzt einen Stein gemalt, einen Fisch und einen Haken und was, aber was soll ich denn schreiben, Leute? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Gibt es irgendwas, worüber ich in der nächsten Folge reden sollte? Könnt ihr sowas in die Kommentare schreiben? Also Bilder vorschlagen oder sowas? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich sitze jetzt hier rum, eine halbe Stunde, nachkommentiere alles. Dann werde ich das rausschneiden, wo mir die Bilder nicht gefallen haben oder wo ich nicht gut kommentiert habe und manchmal lasse ich einfach drinnen, weil das viel Arbeit ist und ich faul schon scheiße bin. Ja, Leute. Ich meine, ich will auch mal wieder Rainbow oder Fortnite. Fortnite habe ich heute ganz viel Material gesammelt. Heute ist der 23.8. Ich werde heute das Video vielleicht noch anbringen, wenn es klappt, wenn es gut wird. Also schreib mir mal Themen, über die ich reden soll, bitte in die Kommentare, denn ich habe keine Ahnung, Alter. Und das ist verdammt schwer, Alter. Das macht mich fertig, Mann. Und beim nächsten Bild vermittle ich einfach ein ganz einfaches Statement, Leute. Denn ich wollte einfach sagen, ich wollte einfach ein Wort, einen Satz sagen.
Und das ist Bull Green! Ja, ja, Leute, umweltbewusste, so umweltbewusste Torben am Start. Ich weiß nicht, worüber es reden soll. Hoffe, es gefällt euch. Immerhin ist Don ein richtig cooler Händler. Ich liebe Don. Don ist nice, Leute. Von Don und einem guten Käufer, Verkäufer, wie auch immer, Händler, der meine Sachen kauft, zu der flachen Erde, denn wir wissen alle, dass die Erde flach ist. Und jeder, der was anderes glaubt, hat was Falsches in der Schule gelernt und ist ein richtiger Idiot, denn der muss flach sein. Was wäre bitte, wenn die Erde nicht flach wäre, Alter? Das ist ganz ehrlich. Die Erde muss flach sein, es gibt sonst nichts anderes. Und da die Erde flach ist, machen wir unser nächstes Spiel. Ganz einfach, Leute. Das hier ist die Matrix. Wir befinden uns jetzt nämlich in der Künstlermatrix. Wir haben alles gesehen, ich weiß alles, Leute. Und wir gehen wieder die Gesprächsthemen aus. Perfekt. Also, ja. Ich mache noch andere Videos, die sind ziemlich cool. Guckt euch die bitte an, okay? Bitte. Gut, dann kommen wir zum letzten Bild. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Habe ich gedacht, spiele ich einfach Tic-Tac-Toe. Denn ich dachte so, hey, spiele ich einfach gegen mich Tic-Tac-Toe, wenn ich keine Idee mehr habe, was ich machen soll. Ich würde vielleicht auch mal Gastkünstler haben. Ich könnte vielleicht irgendwelche Leute einladen und fragen, ob die bei mir malen wollen. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich malen soll und worüber ich reden soll, denn verdammt, ich sitze jetzt einfach die ganze Zeit und ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Das ist ziemlich kacke für ein Let's Player. Wenn ihm die Worte ausgehen, dann wird es langweilig. Und ich mag das nicht langweilig, denn ich bin nicht gerne langweilig. Ich bin gerne so ein aufsprühender Quell der Energie, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja? Gut. Und gleich habe ich gewonnen. Ich muss extra so machen, damit ich... Ich habe es extra so gemacht, damit einer gewinnt. Das ist kein schönes Kunstwerk, Leute. Es kann keine Kunst sein, wenn es Verlierer gibt. Kunst muss immer Gewinne haben. Meine Bilder haben sich dann auch nicht gut verkauft und das hat mich traurig gemacht. Ja, das ist... Starving... Passport of the Starving Artist. Ich fange mal wirklich, Leute. Also, lasst gerne eine Bewertung da. Wenn nicht positiv ist, ist es mir scheißegal. Bye.